ist es vorbei. Also. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr saht gerade ein paar Highlights unseres epischen FIFA 17 Turniers, das ja vor einigen Monaten über die Bühne gegangen ist. Und da gestern auch die Demo zu FIFA 18 auch bei uns jetzt erschienen ist, ist es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um nun auch ganz offiziell das bereits sehnlichst erwartete FIFA 18 Tag Team Turnier offiziell eben anzukündigen. Zunächst einmal, was hat es mit diesem Tag-Team-Turnier auf sich? Das bedeutet einfach, dass es dieses Mal zwei Spieler pro Mannschaft geben wird, die in einem Team zocken und sich dementsprechend zusammen freuen oder ärgern können über ihre jeweilige Performance. Wie wird gespielt? Gespielt wird auf der PlayStation 4, also alle Konsolenzocker werden da natürlich erstmal auf den Plan gerufen. Ich habe mir auch schon längst meinen Kumpel Jan natürlich organisiert und als Verstärkung ins Boot geholt und wir werden selbstverständlich auch versuchen, uns die Turnierkrone dementsprechend aufzusetzen. Wann und wo findet das Ganze statt? Auch dieses Mal ist das Café Las Vegas in Graz-Liebenau der Austragungsort. Ein ganz großes Danke natürlich an Gary Egger wieder, der uns auch dieses Mal seine Lokalität für unser FIFA-Turnier zur Verfügung stellt. Das nächste Danke geht an die Firma Puntigama. Wie unschwer zu erkennen ist, wird nämlich das Turnier von der Firma Puntigama offiziell gesponsert. Eine sehr, sehr coole Sache, wie ich persönlich auch finde. Und dementsprechend gibt es auch einiges zu gewinnen. Angefangen von Puntigama Luftsofa über Tickets für den SK Sturm Graz hin bis zu einer Bierparty, die ihr im Café Las Vegas für eure Freunde veranstalten könnt und vieles mehr. Also geile Sache, wie ich finde. Die insgesamt 400 Euro Preisgeld natürlich auch nicht zu vergessen. Die werden unter den drei besten Teams aufgeteilt. Außerdem erhält jeder Teilnehmer einen Sechsertrag an Puntigama. Also egal, ob man jetzt Erster oder Letzter wird, es geht keiner mit leeren Händen nach Hause. Und kommen wir nun eben auch zum Spielmodus. Gespielt wird mit 8 Teams, die je in 2 Vierergruppen gelost werden. Diese spielen dann anschließend die Plätze unter sich aus. Die 2 Bestplatzierten jeder Gruppe steigen dann noch ins Halbfinale auf. Danach folgt das Spiel um Platz 3, live moderiert. Und das große Finale, ebenfalls natürlich live moderiert. Versteht sich. Stattfindet das Ganze am 8. Oktober um 10.30 Uhr im Café Las Vegas in Graz-Liebenau, wo auch bis 1. Oktober bitte die Teilnahmegebühr von insgesamt 50 Euro pro Team bitte direkt bei Gary Egger und seinem Team im Lokal zu bezahlen ist. Erst dann ist eure Teilnahme wirklich fix, also überlegt auch nicht zu lange. Ihr seht, es ist nicht mehr so lange Zeit bis dahin, denn sonst könnte es passieren, dass euer Startplatz dann bereits vergeben ist. Sollte es sonstige Fragen bzw. Unklarheiten geben, bitte schreibt mir entweder auf Facebook bei The Lance TV YouTube Channel oder auf YouTube selber bei The Lance TV oder schickt mir eben eine E-Mail unter www.thelancetv@gmx.at oder sonst eben im Café Las Vegas in Graz-Liebenau könnt ihr bei Gary Egger auch direkt nachfragen. In diesem Sinne verabschiede ich mich dann auch schon. Wir freuen uns natürlich auf euer hoffentlich zahlreiches Erscheinen und sehen uns am 8. Oktober im Café Las Vegas in Graz-Liebenau. Bis zum nächsten Mal, euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.